Hallo ihr Hallo. Lieben, herzlich willkommen bei Dude für Self-Inspiration und herzlich willkommen zu einem super coolen Halloween-Video. Wir haben mega coole Sachen eingekauft. Wir waren einkaufen, genau. Ein bisschen Halloween-Shopping und haben einige sehr, sehr coole Must-Haves gefunden. Allerdings waren wir wieder nicht zusammen einkaufen. Eva war wieder in der Stadt unterwegs und ich war wieder online unterwegs, typisch Kathi. Ja, hat sich schon so ein bisschen eingebürgert bei uns. Genau, ich liebe halt Online-Shopping. Ich habe dafür auch nur 4 Sachen gefunden. Eva hat einiges mehr gefunden, aber wir teilen uns das alles. Es war auch schon reduziert. Genau. Da bin ich schon mal sehr gespannt. Ich habe schon ein bisschen gesehen, was Eva da hat. Wir werden euch die Sachen zeigen. Das sind alles Sachen, wo wir meinen, das ist irgendwie was man dringend für Halloween braucht. Ne? Also ich finde besonders diese Fledermaus braucht man auf jeden Fall. Super cool. Die könnte man schön schon irgendwo hier noch dekorieren. Können wir auch noch mit rein dekorieren. Ich fand sie super niedlich. Super süß. Habe ich auch als allererstes entdeckt und dachte sofort, die muss unbedingt mit. Habe ich bei Nanuna Nah gekauft. Finde ich. Ja. Es sind auch so ein paar Sachen dabei, die halt schön als Geschenk sind, wenn man vielleicht irgendwie zu einer Party eingeladen ist. Genau, zu einer Party eingeladen ist. Genau, ich mache auch mal direkt weiter mit meinem ersten, was auch super gut geeignet für eine Halloween-Party ist. Das ist eine Maske. Manche verkleiden sich ja nicht so gerne oder sind ganz spontan eingeladen. Und da finde ich, sollte man immer so eine Maske eigentlich zu Hause haben, damit man sich ganz schnell verkleiden kann. Und vielleicht erinnern sich noch einige daran. Wir hatten ja auch mal dieses Video. Da habe ich mich auch schon mal als so eine, das ist ja so ein Sugar Skull. Genau. Katrina heißt es, glaube ich. Da hatte ich ja auch diesen Ganzkörperanzug. Den muss ich auf jeden Fall wieder rausholen. Weil das Halloween oder Karneval? Karneval. Aber wenn ich das hiermit kombiniere, finde ich das auf jeden Fall super cool. Aber ich finde die Maske auch so sehr hübsch. Also finde ich, ist gerade für die Leute, die halt sich spontan irgendwie verkleiden wollen oder nicht so gerne verkleiden, super cool geeignet. Und wenn man sich als Fledermaus oder als Vampir verkleidet, ist das hier auch das perfekte Accessoire. Ja, finde ich auch auf jeden Fall. Wenn ihr einen Namensvorschlag habt für unseren kleinen Fledermausfreund, auf jeden Fall unten in die Kommentare reinschreiben. Zum Verkleiden habe ich auch direkt noch das hier mit dazu. Ich finde, das ist auch so ein Must-Have, was man zu Hause haben sollte, damit man sich eben so gruselig schminken kann für als Vampir. Halloween. Das ist Aqua-Make-up und da gab es verschiedene Sets und ich habe mich für dieses Set entschieden, was eben so mit schwarz und weiß ist, weil ich finde, das passt am besten zu Halloween. Da gab es aber auch niedliche Sachen, mit denen man sich als Prinzessin schminken kann. Ich nehme das doch mal wieder ab, das drückt ein bisschen auf meine Augen, da muss ich mich erst dran gewöhnen. Das Gesicht ist nicht genau. Man kann das natürlich auch noch so ein bisschen polstern. Genau, kann man. Passt das auf jeden Fall. Ich habe uns auch noch was gekauft in schwarz und weiß, nämlich Pechkekse. Kennst du die? Ich gebe dir den heilen. Den einen habe ich leider beim Rücktransport aus der Stadt zerquetscht. Ich guck mal rein, ne? Das ist auf jeden Fall auch ein süßes kleines Mitbringsel. Das fand ich ganz nett, Pechkeks, aber ich denke mal, da ist trotzdem irgendwas Süßes drin, ne? Da sind Kekse drin. Oh, schwarze Kekse. Punkt, Komma, Strich. Fertig ist dein. Oh je. Ich will das nicht sagen laut. Es ist nicht nett. Nee, das ist nichts Nettes. Ich hab. Also, erstmal fällt mir auf, der ist ja pechschwarz, ne? Und meiner ist kaputt. Wie angebrannt sieht er aus? Ob das wohl trotzdem gut schmeckt? Ich habe die Heile gekauft, ich habe den selber kaputt gemacht. Dein Leben ist ein Ponyhof und du müsstest den Stall aus. Toll. Ja. Schmecken die? Mhm. Schmecken eigentlich wie normale Glückskekse, ne? Sind nur schwarz eingefärbt. Ist auf jeden Fall auch eine coole Party-Idee, finde ich. Wir haben ja auch schon mal gezeigt, wie man so Papierglückskekse selber machen kann. Man könnte sich auch sowas selber cool ausdenken, ne? Genau. Selber gemeine Sprüche oder lustige Halloween-Sprüche. Hast du noch was zu essen da? Ich habe noch was zu essen. Kannst du das auch mal zeigen? Oh. Ich würde es nicht essen. Boah, das ist ja eklig, ne? Mhm. Ich finde, das könnten wir vielleicht, falls wir so eine Halloween-Candy-Challenge machen, gut mit einbinden, oder? Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Es ist ein Gehirn in Blut eingelegt. Es ist ein Halloween-Fruchtgummi-Gehirn in Sirup-Blut. Also wenn ihr möchtet, dass wir eine Halloween-Candy-Challenge machen, schreibt das unten in die Kommentare und schreibt mal, ob wir dieses Gehirn mit reinnehmen sollen. Ich habe das gekauft, übrigens bei Teddy. Und die Kassiererin hat mich tatsächlich gefragt, was das wäre und wo ich das im Laden gefunden hätte. Und das würde echt widerlich aussehen. Das stimmt. Also sie war selbst geschockt, was das tatsächlich ist. Ich habe hier noch was ganz Niedliches, hole ich mal raus. Und zwar sind das Glow-in-the-Dark-Tattoos für Halloween. Und das sind 24, glaube ich. Ne, 24 mal 6. Also mega viele Tattoos. Kann man auch schön dann für die ganze Party-Gemeinschaft anbieten. Das sind immer die gleichen hier, aber hier drin sind unterschiedliche. Wir können die ja mal aufmachen.
Also 6 so kleine Packs. Könnte man auch, wenn man eine Kinder-Halloween-Party macht, mit in diese kleinen Überraschungstüten mit reintun. Also wir haben zum Beispiel einen Hexenhut, einen Kürbis mit Hut. Und das ist, glaube ich, so ein Grabstein oder so. Ich habe hier auch eine Mumie. Auch eine Mumie habe ich auch. Oh, die ist cool. Eine Katze. Hier so ein kleiner, das ist, glaube ich, der Tod. Also ein Skelett mit einem schwarzen Mantel und einem... eine Fledermaus. Tricks und Treat ein Vampir. Der ist ja auch mega süß. So ein kleiner Zombie ist das. Ein grüner Zombie mit einem Lolli. Und ein Hund, ein Skeletthund. Ein kleiner Geist. Also es sind eher so ein bisschen niedliche Sachen. Ich bin ja auch so, zum Beispiel, sowas ist mir schon eine Nummer zu gruselig. Ich bin dann eher für diese niedlichen kleinen... Kati mag die niedliche Variante von Halloween. Diese kleine Hexe hier. Also sind echt süße und ganz verschiedene Tattoos. Ich könnte mir vorstellen, dass man sich den kompletten Arm damit dann, wenn man auf eine Halloween-Party vielleicht geht, das ist wieder für diejenigen, die sich nicht ganz so gerne verkleiden, Maske auf und ein paar coole Halloween-Tattoos auf die Arme, dann ist man schon fertig. Ja, dann komme ich zu den Gläsern. Ich habe dir eins mitgebracht. Dankeschön. Totenkopfgläser für leckere Halloween-Getränke, natürlich mit Blut. Ich glaube, das ist für Linkshänder, das, was ich habe. Weil ich glaube, das ist beides. Wenn man so trinkt, der Kopf soll ja vorne sein. Linkshänder. Ja. Die kann man natürlich auch weglassen. Ich habe wahlweise dazu noch Strohhalme gekauft. Die waren tatsächlich schon reduziert. Ich gebe dir mal die eine Packung und ich habe hier noch die andere. Sind das einmal Strohhalme oder die kann man auch wieder auswaschen, ne? Ich glaube, die kann man auswaschen. Oder man kann auf jeden Fall die Skelette abnehmen. Sind die auch von Teddy oder? Nee, die sind von der Nunana. Ah, okay. Ja, und auch sehr witzig. Der hängt hier dann so. Das ist, also ich finde es für eine Party richtig cool. Mhm. Und auch die Kürbisse finde ich richtig süß. Ja, sehr, und wie gesagt, die waren schon auf die Hälfte runtergesetzt. Für Partys auf jeden Fall must have. Mhm. Ach, jetzt kommen wir mal ein bisschen so zu Deko. Dann kommen wir zu Deko. Ich gebe dir einmal einen Teil. Mhm. Und dann habe ich hier noch mehr Blut. Ist auch von Teddy. Das auch. Keep out. Und, das ist so ein Glibber, den man an die Scheiben machen kann. Das sind Glibber für Scheiben oder für Spiegel. Auf jeden Fall für alle glatten Oberflächen. Da haftet es drauf. Und braucht man keinen Lippenstift benutzen. Ich bin hier sehr begeistert von. Das sind kleine Kürbisse, kleine Spinnen und kleine Fledermäuse, die man so auf den Tisch so draufstreuen kann. Und oder so Schüttelkarten zum selber machen. Ich habe nämlich auch noch was richtig Cooles bestellt. Das ist eine Tischdecke. Und da kann man sich bestimmt auch ein Kostüm rausmachen. Gemeinsam ausbreiten. Das ist eher so ein Tischläufer, kann man auf den Tisch legen. Das ist ein Spinnennetz, wie ihr seht. Aber wie Eva gerade schon gesagt hat, ich stelle mir gerade vor, schwarze Klamotten anziehen. Ja. Und dann das hier so drüber. Ist das ein cooles Hexenkostüm auch, ne? Oder so als Rock um einen anderen Rock rum, ein paar Mal drum wickeln. Oder eine Leggings und das dann so drüber, ne? Sehr schick. Oder in die Haare. Ach, ich habe so viele gute Ideen. Da die Maske zu. Ja. Kati. Und schon bin ich verkleidet. Ein paar Sticker dazu ins Gesicht. Und schon kann Halloween kommen. Aber ich finde, wenn wir eine Halloween-Party machen würden, dann könnten wir hier die Tischdecke, dann die Gläser, noch ein bisschen Streudeko. Zu essen gäbe es die bösen Kekse und das Gehirn. Das wird noch an die Tür geklebt. Ja. Das ist natürlich auch super süß zum Dekorieren. Und als Verkleidung, wir könnten uns schminken. Ja. Wir könnten uns die Maske aufsetzen und natürlich für alle Partygäste. Überall. Auf jeden Partygast kommt erstmal ein Sticker drauf. Genau, also ein Tattoo. Würdet ihr zu unserer Halloween-Party kommen? Oder wie würdet ihr eure Halloween-Party gestalten? Wir würden natürlich, wenn wir eine Halloween-Party machen, würden auch noch mega viel basteln. Ja. Ne? Alles schön mit kleinen, selbstgebastelten Fledermausgirlanden oder kleinen Geistern schmücken. Ah ja, habe ich jetzt schon fast. Ganz viele Kürbisse, du hast alles richtig verraten. Lust zu. Es sind ja noch ein paar Tage bis Halloween, also ihr habt noch viel Zeit zum Basteln und zum Vorbereiten. Beim Einkaufen würde ich mich ein bisschen beeilen. Ich habe gemerkt, in der Stadt, es ist überall Weihnachten. Online gab es das noch alles. Also, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Feiert ihr eine Halloween-Party? Wisst ihr schon, als was ihr euch verkleidet? Und uns wird auch interessieren, wollt ihr, dass wir noch mehr Halloween-Videos machen? Wollt ihr mehr Halloween von uns sehen? Sollen wir eine Candy-Challenge noch machen? Vielleicht noch mehr Party-Ideen? Also nicht nur gekaufte Sachen, sondern auch Sachen, die man dann basteln kann für eine Party. Das könnt ihr gerne alles unten in die Kommentare schreiben. Und auch, wie die Fledermaus heißen soll. Und Daumen nach oben lassen. Genau. Wie heißt die Fledermaus? Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.